Willkommen zu einer neuen Folge Paper Mario Color Splash. Ja, was ich hier am Kobaltbunker mache, fragt ihr euch? Ja, ich habe hier nochmal die Sniffet Show gemacht, weil dort, wenn man die extra Runde gewinnt, bekommt man ein bestimmtes Dingse und das brauchen wir für den nächsten Boss. Und ich dachte, ich erspare euch das mal und spiel das offline. Holunderator, irgendwas mit Leuchtturm. Holunderator, Leuchtturm, Insel. Ach ja, wir waren bei den Piraten. Beim Kabautermann! Oh. Alles dunkel, so etwas ist mir ja noch nie untergekommen. Aber mir macht die Dunkelheit nichts aus. Ich gehe auch mal im Dunkel in den Keller. Vorwärts. Und wer jetzt hinterher? Es ist doch etwas dunkler, als ich gedacht habe. Nein. Unmöglich. Bei diesen Lichtverhältnissen können wir dieses Gewässer nicht befahren. Wir würden einen Schatz nicht mal bemerken, wenn wir mit ihm zusammenstoßen. Und was jetzt? Mario, lass dir was einfallen, Schmierninsel. Wie konnten wir das übersehen? Ein perfekter Ort für einen Leuchtturm. Wenn er jetzt noch an wäre. Mario, kümmere dich drum. Gehen wir an Land und sorgen mit dem Leuchtturm für Erleuchtung. Falsche Richtung. Okay, dahin wäre auch schlecht gewesen. Viele Steinwürfe. Es ist einfach 1:1 der Steg aus dem anderen Level. Hoffentlich gibt es hier wieder nicht eine Reverse-Welt. Mario, wir untersuchen den Leuchtturm. Such du ruhig nach Farbstein. Vielleicht haben wir ihn sogar repariert, bis du kommst. Boah. Auf geht's, Toads. Ahoi. Ah, gute Musik. Das muss sie jetzt schon sein. Heftig. Jetzt habe ich mich gerade wirklich erschreckt. Gerade war einfach so hoch an Spannung bei der Sniffet Show. Ich muss jetzt erstmal wieder runterkommen. Tut mir leid, aber das war gerade extrem heftig bei der Sniffet Show. Versteht mich bitte. Hättet ihr es gesehen, wüsstet ihr es. Ich habe so mit meinem Handy ein Foto von einer Sache gemacht, weil ich mir nicht merken konnte, was es war. Zweimal Game Over. Aber reden wir wann anders drüber, wenn die Karte zum Beispiel zum Einsatz kommt. Nee, ist schlecht, wir sind dann mitten im Bosskampf. Blooper-Karte. Ich wollte gerade sagen, wir hatten noch nie einen Blooper als Karte. Das ist eine Peach-Post. Peach-Letter. Peach-Post Nummer 5. Da steht ja jemand. Mario, ich erfuhr, dass Bowser selbst uns den entfernten Toad geschickt hat, und um mich in seine Finger zu locken. Diese schwarze Farbe, mit der er bedeckt ist, verleiht ihm
genannte Kräfte, welche er nutzt, um seine Pläne vorzutreiben. Er hat mich entführt, um seine Kräfte zu demonstrieren, doch damit gibt er sich nicht zufrieden. Mario, er plant etwas absolut Entsetzliches. Das werden wir wahrscheinlich vom nächsten Farbstern erfahren. Was unser Bowserchen da genau plant. Es ist wirklich stockfinster, so könnt ihr unmöglich weiter segeln, oder? Hoffentlich funktioniert der Leuchtturm bald wieder, damit du die Farbsterne finden kannst. Warum wissen eigentlich alle, die hier nirgendwo wohnen, dass Mario Farbsterne suchen wird? Warum wissen das eigentlich alle? Kann mir das mal jemand verraten? Was für ein Stapel war das? Damit habe ich einen Seelensprung verschwendet. Ach, egal. So wenig Farbe gibt es in dieser Glupana. Der Glupana. Du kommst genau richtig, Mario. Mario. Wir besprechen gerade, wer zuerst den in die Leuchtturm darf. Als Captain steht das ja eigentlich mir zu, aber als Zeichen meiner Wertschätzung überlasse ich diese Ehre dir. Sag doch einfach, ihr kriegt die Tür nicht auf. Achso, doch, sie ging auf. Ich will wieder raus, es ist so gruselig. Nein, Schatz. Ich bin der tapfere Mario. Aber Musik fährt doch schon mit. Dann ist er tot. 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 Bist du an einem Maxi-Pilz interessiert? Nein, danke. Was machst du hier unten? Aber Minispiel. Das ist ein grausiges Geräusch. Ich würde gerne noch was sehen, Mario. Die Kiste sieht ziemlich stabil aus. Selbst ein Schlag mit dem Hammer macht sie wohl nicht kaputt. Dann musst du wohl eine andere Technik anwenden, wenn du dir die Lösung ans Reverse helfen möchtest. Ach. Hier gibt's auch wieder Reverse. Stabile Kisten. Und ein toter und ein entfärbter Tod. What? Hey! Willkommen im Leuchtturmkumpel. Ich bin der Leuchtturmwärter. Ich will die Dunkelheit erleuchten, aber das Licht geht nicht an, weil ein Stromausfall gibt oder so. Ich weiß es auch nicht. Ich bin kein Elektriker. Hoffentlich lösen sich die Dunkelheit nicht auf das Licht in meinem Herzen. Warum können wir nicht mal jemanden treffen, der einfach ganz normal ist? Keine Sorge, Herr Leuchtturmwärter. Wir bringen das Licht schon wieder in Ordnung.
Wahnsinn, Leute. Das würdet ihr für mich tun, dann werde ich euch auch helfen. Das wird euch vom Hocker hauen. Denn ich zeige euch ta-da-da-da, die Rivers World. Tja, was soll ich sagen? Ihr wisst schon Bescheid, das ist eine seltsame Röhre, oder? Und sie führt in diese andere Welt, richtig? Oh, das wusstet ihr also schon? Also ja, diese abgefahrene Röhre führt in die Reverse World. Wenn ihr den Leuchtturm verlasst, erwarte ich euch am Wasserfall. Noch eine Reverse Welt. Folgt, was man auf abgelegenen Inseln mitten im mysteriösen und fast unerforschten Ozean alles findet. Ja, meine Intuition sagt mir, dass wir in die Reverse Welt gehen sollen. Vielleicht finden wir ja dort einen Weg, das Licht wieder anzuschalten. Und bitte regt euch nicht so drüber auf, dass ich den so komisch spreche. Tut's einfach nicht. Ah ja. Wasserfall. Doppelter Hüpfburschen. Ich vermute, es geht hier entlang. Laut einer alten Legende soll sich hinter diesem Wasserfall ein Schatz befinden. Niemand weiß, ob der Geschichte an der Geschichte was ist. Papier sollte sich schließlich vom Wasser fernhalten. Ach, findest du? Ich finde, Wasser ist ganz schön, wenn man aus Papier besteht. Ja, es war jetzt nicht schon toll. Ich bin doch gesprungen! Was für ein Betrug! Der macht euch fertig. Ein Hüpfkuschel hat einen 5er Koopa-Stack fertig gemacht. Zieht euch mal rein, wie OP der ist. Jetzt bin ich da. Hey Mario, lange nicht gesehen. Ich habe die Toads gebeten, den Weg in die Reverse-Welt freizugeben. Achso, das ist der. Aber ich muss dich warnen, die Reverse-Welt ist ein gefährlicher Ort und danke für, dass du mir mit dem Leuchtturm hilfst und so viel Glück. Ich komme manchmal mit den Stimmen durcheinander. Entschuldigung. Hab gerade aufgestoßen, falls es euch nicht aufgefallen ist. Der eine Tod einfach voll erstaunt. Random öffnet sich jetzt so der Wasserfall und so. Der Wasserfall hat sich geteilt. Ist da ein Schatz versteckt? Menno, ist ja nur an der Wand.
glauben, dass es nur eine Wand ist. Ist ja noch keiner auf die Idee gekommen, an dieser Liane zu ziehen? Oh, Reverse Welt. Mal wieder. Ich müsste eigentlich den Titel schreiben. Mal wieder die Reverse Welt. Ich hoffe, die kommt nicht. Ich hoffe, Reverse wird jetzt nicht gespammt. Online die Musik. Ihr könnt euch hoffentlich noch an das Fiasko aus dem letzten Part der letzten Part erinnern. Das war nicht so angenehm. Und zwar das. Invasion der Hüpfbrüschen. Die Musik ist heftig. Heftig ohrenschädlich. Entwickler, was habt ihr euch dabei nur gedacht? Es klingt sicher seltsam, aber ich mag diese Wand. Hat er gerade gesagt, ich mag diese Wand oder ich mag diese Wand nicht? Ich glaube, ich habe mich ganz richtig vorgelesen. Aber ich muss jetzt erst in die andere Welt zurück. Och nee, das wird jetzt nicht so ein Hin- und Hergehoppe. Oder? Vielleicht kommen wir da hinten ja jetzt erstmal weiter. Ich hatte jetzt nicht vorgehabt, so anzukämpfen. Den habe ich jetzt auch besiegt mit einer Eisblume und da hab's doch gerade gesehen, warum sage ich das jetzt? Oh ne, Knochentrockener. Ich mag Knochen. Ich mag
Bubus nicht und auch Knochentrocken nicht. Deswegen die schlimmsten Level in Mario-Spieler. Geisterhäuser. Mario. Mario! Ich muss nur einmal jetzt sagen. Wollte ich nicht. Ich finde, am Ende wird das Spiel jetzt... Ab der Hälfte ist es jetzt irgendwie so ein bisschen langweiliger geworden. Das letzte richtig vernünftige, schöne Level war der Kobalt-Kai. Danach das mit dem ganzen Reverse- und Piratenzeug. Ja, darf so sehen, wie er will, aber meins ist es nicht. Mario! Das hast du davon. Ich muss nur einmal jetzt sagen, dann klappt das schon. Und klappt das schon.